Ja, Share Online gibt es nicht mehr. Jetzt ist die große Frage, welchen Account soll ich mir kaufen, um weiterhin Dateien runterladen zu können? Da es keinen klaren Monopolisten gibt, bei den One-Click-Hostern, lohnt sich mal ein Blick zu den Multi-Hostern. Ich möchte jetzt in diesem Video drei Fragen klären. Erstens, was ist ein Multi-Hoster? Zweitens, wie lade ich von einem Multihoster Dateien herunter? Und welches ist der beste Multihoster? Zur ersten Frage, was ist ein Multihoster? Das ist einfach erklärt. Normalerweise kauft ihr euch bei einem One-Click-Hoster einen Account, nehmen wir mal Uploaded als Beispiel. In dem Fall kauft ihr euch den Account nicht bei Uploaded, sondern kauft ihn bei einem Multi-One-Click-Hoster. Nehmen wir mal als Beispiel Premiumize. Nun nehmt ihr den Uploaded-Link und lade den über Premiumize herunter. Im Hintergrund hat Premiumize natürlich auch einen Uploaded-Account und kann euch so wie so ein Proxy zwischendrin die Datei mit voller Geschwindigkeit zur Verfügung stellen. Für euch sieht es also so aus, als würdet ihr als Premium-Nutzer bei Uploaded herunterladen und habt keinen Nachteil, als wärt ihr direkt Kunde bei Uploaded. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Wie lade ich Dateien herunter? Dazu öffne ich jetzt hier einfach den Shadowloader. Unter der Account-Übersicht sieht man, dass ich dort verschiedene Multihoster eingetragen habe. Und das reicht eigentlich auch schon. Also man kauft sich einen Multihoster-Account, trägt den dann bei JDownloader ein und ab dann kann man Uploaded-Links, wie man es die ganze Zeit schon kennt, hinzufügen. Und die werden dann automatisiert heruntergeladen über den entsprechenden Account, der eben diesen Hoster unterstützt. Man kann auch verschiedene Accounts kombinieren und JDownloader kann dann einfach einen auswählen, mit welchem er lädt. Zur letzten Frage, welches ist der beste Multihoster? Und das ist die schwierigste Frage jetzt in diesem Video. Dazu schauen wir mal in meine Vergleichstabelle. Die blende ich euch jetzt hier auch ein in der Infokarte, könnt ihr dann direkt abspringen. Es gibt also ganz viele verschiedene Multihoster, die verschiedene Dienste anbieten. Was alle eigentlich anbieten, ist der Download von One-Click-Hostern. Es gibt aber auch Zusatzfunktionen wie das Downloaden von Torrents. Das hat den Vorteil, dass man nicht abgemahnt werden kann. Und eine weitere nützliche Funktion meiner Meinung nach ist das Usenet. So hat man alle drei Quellen zusammengefasst. Es gibt auch bei manchen noch die Funktion, Geo-Unblocking zu betreiben. Da kann man dann zum Beispiel Dienste nutzen, für die man als deutscher, österreichischer oder Schweizer Nutzer normalerweise ausgesperrt wäre. Man kann sich also eine falsche Identität beschaffen, sodass man zum Beispiel wie ein Amerikaner oder ein Brite aussieht gegenüber der Webseite und dementsprechend noch weiteren Content konsumieren. Ich habe drei Favoriten, die ich nennen kann, die einen zuverlässigen Service seit Jahren bieten. Das ist einmal Premium TO, die haben besonders günstige Traffic-Pakete. Dann gibt es Premiumize mit einem Fair-Use-System, das ich aber völlig in Ordnung finde. Und Highway sei hier noch erwähnt. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Schaut einfach in meine Liste. Dort sind auch Affiliate-Links von mir drin. Das heißt, ich bekomme einen kleinen Bonus, wenn ihr dort auf den Link klickt und einen Account abschließt.